Bei uns in Kaisermühlen lässt er sich schon leben, was? Fast wie auf den Kanarischen Inseln ist es bei uns, wenn's Wetter schön ist. Na, ist es nicht so, oder? Richtig international ist bei uns alles. Jede Rasse ist bei uns vertreten. Und liberal sind wir alle. Und rot? Na ja, ein paar schon, aber nicht alle. Verzuhen. Wieso verzuhen? Haben sie Probleme? Also ich nicht, damit das nicht der Rede wird. Es geht uns doch gut und den anderen auch. Die Gastarbeiter und sogar die UNO-Leute werden bei uns voll integriert. Ein paar Jahre und das sind wir mir. Logisch, nur eine mit den ganzen Tschuschen. Österreich hat für alle Platz, solange bis für uns keiner mehr ist. Russen, Ägypter, Juden, Polen, auf den stehe ich ganz besonders. Und offen haben wir auch da. Husch, pst. Husch. Menschenfresser braucht man noch und ein paar Eskimos, weil sonst haben wir durch die scheiß UNO eh alles da. Husche bitte. Was hat Husche bitte? Weil es ja wahr ist. Früher waren die paar Tschuschen, ein paar Jugel, ein paar Lebetierten, brav, aber heute haben wir alles da. Ja. Danke. Also eine richtige Internationalität haben Sie wirklich nicht in Sicht. Dabei sind Sie da um die halbe Welt gekommen mit Ihrer Fußballspielerei. Da müssten Sie doch eine andere Einstellung haben. Liberal, lieb, progressiv. Ich habe als Profi in der ganzen Welt meine Tore gescored, Herr Gneisser. Aber die Leute in dem Land, wo ich gespielt habe, sind mir doch immer wurscht gewesen, oder? Ist gut, gell? Ja. Ja. Das ist das beste Eis von ganz Wien. Und das in Kaisermühlen. Ja, Madame. Stimmt. Bitte, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Haben Sie gehört? Madame hat er gesagt. Das ist ein netter Mensch. Nett sind sie eh die Kaffern, solange es hell ist. Aber gehen sie mal im Finster durch eine Stühle gegossen. Haben sie nun schon die Schlagzeile in der Zeitung. Schwarzer vergewaltigt Kaisermühnerin. Ja, ja, leider. Die Regenbogenpresse. Genau. Türke schlägt Mann nieder, vier Polen verursachen tödlichen Verkehrsunfall. So schön war es bei uns, wenn es die nicht gab. Gar nichts mehr dort passieren. Mhm. Überhaupt nichts mehr, haben sie recht. Keine Straßenbahn dort mehr fahren und keine Züge. Und die Hotels könnten nämlich alle zusperren, weil sie keine Angestellten haben. Und wir taten alle im Dreck ersticken, weil niemand den Müll wegrammt. Haben sie nicht die Sendung gesehen, vorige Woche im Satelliten? Wie heißt es so schön? Unsere Fußballer haben das Hirn in die Wadeln. Zahlen bitte. Ja, jetzt fühlen Sie sich nicht betroffen, Herr Leitner. Anwesende sind natürlich ausgenommen. Ich will ja niemanden beleidigen. Außerdem muss ich jetzt gehen. Stimmt schon. Dankeschön. Sonst sperren wir noch die Geschäfte zu. Sie haben wahrscheinlich keinen Satelliten, ne? Nein, ich hab Kabel. Aber den grünen Propagandascheißdreck gebe ich mir nicht. Und lauter Kommunisten. Verboten gehören's. Russische Verhältnisse brauchen wir da. Dort sind's nämlich verboten. Wieso? Die Grünen? Nein, die Kommunisten. Ist aber alles dasselbe gesehen. Wiederschauen. 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 Nicht wissen, ob die immer noch so gescheit herredet, wenn einer von den Vatusi einmal an eine schiebt und sie hat nicht damit gerechnet. Das sind einen ziemlich großen Namen. Busche, bitte. Sag, Busche, bitte. Die Wahrheit ist die Wahrheit, auch wenn's halt in Ehe ist, Schatzl. Und geschnackselt muss werden, sonst gaben's uns ja alle da nicht. Schau, das, da kommt unsere Frau Schimmig. Abschleppen tut sie sich, dass man schon beim Zuschauen schwitzt. Haben sie wieder einkauft und reißen ihnen beinahe die Hände ab. Rasten sie doch ein bisschen, sonst trifft ihnen noch der Schlag. Mit sowas darf man nicht spielen. Helfen ihnen die Kinder nicht? Sie sind auch ungeschickt. Warum kaufen sie nicht drüben im Nullpreis? Vor ihrer Nase, direkt in unserem Bau. Geht, tun sie nicht so scheinheilig, Frau Kaiser, ja? Und Nullpreis nennen Sie die nur, verlangen tun Sie das Doppelte. Leute, die keine Riesenpension von Ihren plötzlich hinübergewechselten Herrn Gemahl kriegen können, hat das Geld nicht mit alle zwei Händen rausgehauen. Ne? Und Ihren Hund pausenlos Kalbschnitzer umkaufen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet, Frau Turecek. Und die Pension von meinem Seligen geht niemandem was an, gell, weißt du? Und wenn ich Hausbesorgerin wäre, dann tät ich mich mehr darum kümmern, dass die Stiegen gewaschen werden. Und ich wasche die Stiegen. Regelmäßig. Das weiß auch jeder. Und ich wasche die zusätzlich, wenn eins von den viel zu vielen Hundsviecher, die was wir da im Bau haben, irgendwo hinbrunzt. Trampe. Kränk dich nicht, weißt du. Du kannst hinbrunzen, wohin du willst. Komm.
Hallo, ich meine Springer. Sind Sie krank oder was? Hans, da können Sie nicht reinfahren. Also, gehen wir, retour. Sag jetzt nicht, ne, Frau. Wir müssen da rein. Wir können eine Stunde lang die Möbel am Bugel umeinander zahlen. Ich bin die Hausmeisterin und retour, habe ich gesagt. Zu wem wollen Sie denn überhaupt? Auf Stiege 10. Wir wohnen auf der Stiege 10. Und was grinsen Sie denn so blöd? Wollen Sie mit Pflanzen oder was? Wir wohnen auf der Stiege 10. Sind Sie ein Boscher? Wenn mich verarscht, erreicht bei mir gar nichts, ja? Die Zehner stehen untersteht mir. Und wenn ich sage Retour, dann ist Retour. Haben wir uns? Wir haben uns, Papa und Freunde. Steig sofort wieder ein und dann aus meinem Hof, ja? Aber in einem... Frau Turi, don't worry, be happy. Die Polizei, dein Freund und Helfer ist da. Wir haben alles unter Kontrolle. Seid friedlich, Leute, und euch kann nichts geschehen, ja? Also, was ist denn? Alles der Reihe nach, wo fangen wir an? Nirgends fangen wir an. Das ist nicht in der Revier, so sind sie dafür nicht zuständig, Herr Schimmig, ja? Aber bitte, wenn sie schon da sind, bitte dann sorgen sie dafür, dass sofort der mit der Kraxen den Hof verlässt. Ist was nicht in Ordnung, Frau Turecek? Passt was nicht? Dann gibt's Probleme. Aber der Herr Bezirksrat, schauen Sie, es gibt bitte, keine Probleme. Wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen? Keine Titel, nur Herr Gneisser, da bin ich total unösterreichisch, also keine Titel. Jawohl, Herr Bezirksrat, schauen Sie, es geht um Folgendes. Also es geht darum, dass dieses nette Ehepaar, das hier bei uns einzieht. Wir heißen Meierhofer. Und wir sind kein Ehepaar, der Franz ist mein Bruder und ich bin seine... Das ist eine Schwester, eh klar. Das ist auch wurscht. Jedenfalls werden Sie sofort hier mit dieser Kraxen aus meinem Hof verschwinden. Denn anständige Leute fragen zuerst einmal. Hey, bitte, Frau Turecek, das sind neue Mieter und die sollen sich wohlfühlen hier bei uns. Außerdem, Sie wollen ja auch gut auskommen mit Ihnen. Also, guten Tag und herzlich willkommen im Namen aller hier. Danke. Der Herr Rater ist nicht fad. Er ist nicht ganz gesund. Nicht dick, nicht rund, aber gesund. Ah, ja. Ja, sehr gut. Und schicken Sie alles her, was wir anders nicht brauchen können. Sind Sie der Gmählerhorstl? Ja, warum? Ein Geschmähthandler. Anna. Nicht singen. Kostet nur Tantieme. Servus. Servus. Hast du Dienstschluss heute? Logisch, oder glaubst du, ich bin desertiert? Aber also, wie redest denn du zusammen mit mir? Tragen alles auf und schauen, dass so geschwind wie möglich aus dem Hof rauskommen. Einverstanden? Danke. Brav, sehr brav. Wir wohnen auf der Stiege 10. Bitte heißt das. Ich bin nicht eine von deinen Delinquenten. Hörst, wenn's groß bist, man auch nicht. Aber muss das sein, jetzt? Gib mir eine gescheite Antwort, dann muss gar nichts sein. Du, Mami, musst du jetzt wirklich leider. Du musst nichts leider, außer die Kuschen halten. Und zwar nur. Du wirst dann oben weiterreden, ja. Boah, du bist sowas von überspannt. Am liebsten hätte ich dir jetzt vor alle Leute. Okay, also auf Wiedersehen, meine Herrschaft, ich muss jetzt. Ach, die Frau Schimek, Tag. Hübsch schauen wir halt wieder aus. Kompliment. Tag allerseits. Gibt's Probleme? Die kommen nicht. Die Polizei kommt nicht typisch. Also wenn man die braucht, dann kommt sie nicht. Wenn man sie nicht braucht, dann sind sie da. Find und find die Platten vom Elken schon nicht. Traurig, aber ein so Schicksal. Ich bin in Tiroler wohnt. Weißt du sie? Ich brauche keine Platten von einer Schwuchtel. Elken schon ist kein Schwuchtel. So was Mama. Was macht das jetzt so? So, da bin ich. Du wolltest doch oben mit mir weiterreden. Also was ist? Mama, bitte. Ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Auf jeden Fall, ich hab damit nichts zu tun. Also lass mich aus dem Kraut. Gib den Haxen da vom Sessel, wo man drauf sitzt. Bist du nicht im Wachzimmer? Und räum da die Puffen weg und diese Gummiwurst. Ich kann das nicht leiden. Und du räum die Taschen aus, wenn du mir schon nicht beim Einkaufen geholfen hast. In Rage? Bist du in Rage heute? Na bitte, ist es ein Wunder, wie es da ausschaut? Nicht ein Putzfetzen oder was? Aber das muss ich machen. Mein eigenes Einzogen. Meine Schwester mit ihren Brüdern. Dem stimmt irgendwas da oben nicht. Wer neuer ist eingezogen, habe ich gesagt. Hört mir überhaupt keiner mehr zu, wenn ich was sag? Weiß ich doch, ich war doch da unten. Bin ich euch eine Dienstrampe, der euch hinten und vorn bedient, der euch kocht und wascht und aufräumt?
Gustl, jetzt kannst du den Rest weiter ausräumen. Ich hab jetzt keine Zeit mehr. Jetzt hast du einen Klopf, das nächste Mal kommst du her und sagst, ich soll da deine Unterhosen waschen. Na und? Was war da dabei? Herr der Schöpfung, hä? Wenn ich in der Fabrik arbeiten kann, dann kannst du auch gefälligst waschen und bügeln. Und jetzt räum die Taschen aus. Und du räum da dein Zeug weg. Bevor nicht jedes Stück einzeln weggeräumt ist, gehst du mir keinen Schritt aus dem Haus. Falles drum. Meine Jogginghosen suche ich schon ein paar Tage. Kannst du mir da sagen, wo die ist? Na, wo wird's sein? Im Eiskasten. Am Boden hab ich's aufgehängt, weil ich's gewaschen hab. Das ist schon gestunken als wir. Na bitte, was regst du denn so auf? Kann ich das wissen? Bin ich ein Schamane oder was? Seid zum Scheißen. In meiner Wohnung werden die Türen nicht zugeschlagen. Und meine Wohnung ist kein Saustall! Moment! Ich bin kein Kran. Sie rennen mir ja davon. Gehen Sie mal hinten, dann werden Sie sehen, wie das ist. Ja, Sie haben genauso wenig drauf wie eine Partei. Bei jeder Gelegenheit geht euch die Luft aus. Euch wird die Luft ausgehen. Ja. Weil ihr überall vorn sein wollt. Lauter Großgescheide. Geschafft, Lurber. Egal, ob es sich um die Neugestaltung des Donauraums handelt oder um ein neues Donaukraftwerk oder auch nicht darum, wann irgendein neuer Mieter in einen Gemeindebau einzieht. Immer müsst ihr vorne dabei sein. Ja, genau. Richtig, Herr Schmidtl. Wenn was ist, dann sind wir dabei. Aber versteht, federführend. Mein Lieber, hoppla. Hören Sie mir. Wir sind nämlich für die Menschen da, wenn die was brauchen. Und wir werden Kaisermühlen umgestalten. Und wenn es sein muss, gegen alle anderen Parteien auch. Weil das ist nämlich unser Auftrag und da gibt es keine Wirstung. Und da fährt die Eisenbahntreiber Kunst. Und wenn ich mich nicht den neuen Mietern angeboten hätte, beim Schleppen zu helfen, sie hätten ja nicht einmal einen Finger gerührt. Hab ich recht? So, hören Sie um, da war eher umgekehrt, nicht? Herr Scholz. Also, bitte hören Sie auf, ja? Ich bin erwachsen. Sie sind auch erwachsen, also wollten Sie keine Wahl reden. Franzi! Haben Sie den Franzi gesehen? Ich bin jetzt noch im Stuhl nicht. Geht's nicht. Ist er Ihnen zu schwer? Ne? Aber wo denn her? Mit Tränen da mit den Kasteln, die stehen auf, was sein muss. Was sicher, der Leiser und ich, wir haben da die Sache fest im Griff, Frau. Lena Meyerhofer. Ja, Lena. Sehr leichter Name. Und Sie wohnen alleine? Nein, mit meinem Bruder. Mit Ihrem Bruder? Ist was nicht in Ordnung? Nein, im Gegenteil. Ich interessiere mich nur für die Leute in meinem Sprengel. Ne? Ja, was ist? Gehen wir? Ja. Aber jetzt gehen Sie fort. Ne? Franzi! Was ist, ist das? Ja, Sommer. Sowas für Möglichkeit. Bim, bim, bim. Alle schnell umsteigen zu S-Bahn, U-Bahn und Bus. Bim, bim. Jetzt bist du narrisch. Halt sofort über die Häuser da. Was geht? Bim, bim. Was heißt bim, bim? Bleib, bleib, was macht der Trottel? Ganz im Weg. Zum Fahr über die Triebe. Red nicht vor, dann geht er schon weg, dann spritzt. Na, wann nicht? Na, der geht nicht weg, glaube ich. Der hat mir vorhin erklärt, dass die Straßenbahnlinie 5 und der Schienenfahrzeuge immer Vorrang haben. Na, der hat einen Gewalthammer. Was? Stimmt aber. Die Straßenbahn hat immer Vorrang. Woher willst du das wissen? Im Urwald gibt's doch keine Bus. Sie können mich nicht beleidigen, mein Herr. Die Hautfarbe sagt nichts über das Niveau da oben aus. Der hat ja recht. Halten Sie ihn ein bisschen zurück. Ja. Nicht? Ich kenne diesen fadigen Herrn. Ich weiß, dass er seit Jahren bei der UNA arbeitet und nicht Nigerianer ist und nicht aus der aus Nürnberg kommt, aus der Hauptstadt. Nehmen Sie das zur Kenntnis! Der Flieger war schon gewusst, die hätte er liegen bleiben sollen. Das ist vielleicht der Gegend. Das darf nicht wahr sein. Und du sprichst jetzt, Depper da. Sonst bist du in 2 Minuten ein Gulasch. Bitte den Fahrschein vorweisen.
Herr Leitner. Die Fahrschein? Ja, komm. Wer ein Kaisermühlen wohnt, braucht keinen Fernseher. Bim-Bim! Ja, Bim-Bim. Straßenbahn fahrt. Ja. Tramway muss fahren, sonst Zeitverspätung. Ja, aber zuerst müssen wir die Remise, müssen die Laden schmieren, verstehst du? Sonst quietschen. Jawohl. Was sagst du? Dass Frauen mit weit über 50 in einem Wagen von seiner Linie nicht mitfahren dürfen. Die müssen hinten nachrennen. Also, ich möchte nur wissen, was ihr alle gegen mich habt. Ich hab ja immer gewusst, ich hätte in Hitzing bleiben sollen. Arschgegend. Oh, Entschuldigung, habe ich Ihnen wehgetan? Nein. Ja, Franzi, wo war's denn? Bim Bim. Hat er wieder Straßenbahn gespielt? Alles in Ordnung. Nichts ist passiert. Gell? Wir fahren in Remise. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jedes Mal, wenn wir länger als einen Tag woanders sind, dann geht das los. Wissen Sie, wo wir vorher gewohnt haben am Tabor? Da ist immer der Fünfer gefahren und eine Haltestelle, die ist direkt vor unserem Fenster gewesen. Ja. Und seit er denken kann, fährt der Franzi die Fünferlinie. Und jetzt, wo wir wo wohnen, wo es überhaupt gar kein Tramway gibt, da wird er trotzdem weiterfahren. Bis ihn einer anzeigt. Und er nach Steinhof muss. Wo Franzi ist, der Vater Fünfer. Aber der tut doch niemand was. Aber er könnte, werden sie sagen. Glauben Sie mir das? Ich kenne das. Der braucht ja nur einen Bus aufhalten. Weil er der Meinung ist, dass da, wo er ist, gar kein Bus fahren darf. Das hat er gerade gemacht. Was? Na, Frau Mayrhofer, machen Sie sich keine Sorgen. Das rede ich schon. Das machen wir schon, Franzi. Das machen wir. Aber es ist besser, wenn du jetzt im Augenblick, Franzi, nicht fahren tust. Verstehst du mich? Ist dir das klar? Ich muss ein bisschen was regeln, aber in ein paar Tagen kannst du wieder deinen Betrieb aufnehmen. Verstehst du, Franzi? Ja? Ja, die Schütterstraße ist doch breit genug für alle. Bitte sich, auf der können doch die Autos, der Bus und die Tramway nebeneinander fahren. Wird doch gelacht. Wenn wir das nicht bewirken könnten, ne? Nur, es ist gescheiter, wenn man nicht darüber redet. Verstehen Sie, sonst wird wieder quergeschossen. Es gibt Leute, die machen aus allem ein Politiker. Ist gut für die Linie. Ist gut für die Linie 5. Was? Ist gut für die Linie 5. Bim, bim. Ich weiß doch nicht, wie kaputt er ist. Bitte? Ich weiß doch nicht, wie Na, kaputt er ist. Fräulein, Sie sind aber keine Wienerin, gell? Nein, ich bin keine Wienerin. Ah, grüß Gott, Frau Berger. Grüß Gott. Grüße Sie. Grüß dich. Grüß Gott. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, ich weiß ja nicht, wie kaputt er ist. Bitte? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie kaputt er ist. Na ja, Fernlaster ist drüber gefahren und jetzt spreizen sich die ganzen Stangen. Und jetzt will ich wissen, ob Sie sowas überhaupt reparieren. Am besten, Sie gehen nach Hause und kommen mit Ihrem Schirm wieder hierher zurück. Ja? Ja, ja. Würden Sie mir nicht holen? Wissen Sie, ich wohne nämlich im allerletzten Stock. Es tut mir leid, ich habe wirklich keine Zeit. Ja, ja, sehr weit ist es. Ich habe keine Zeit, habe ich gesagt. Bitte? Zeit, habe ich gesagt. Keine. Die Leute immer so schreien müssen mit mir, wenn sie mit mir reden. Ja, Wahnsinn ist das. Jetzt werden Sie drum kümmern. Ach, das ist ja nett. Danke, ich ruf dann noch mal an, ja? Wiederschauen. So ein Luder. Weißt du, wer das ist? Wieso soll ich das wissen? Das ist die Berger. Das ist die, die pausenlos irgendwelche Leute in ihre Wohnung lockt und dann behauptet, es ist ihr was gestohlen worden. Dann soll man Achtung haben vor die alten Leute. Naja, aber auf jeden Fall bin ich dabei, wieder etwas zu regeln. Eine gute Tat. Schatzl, es geht aufwärts. Das mit der Achtung ist überhaupt so ein Problem. Was? Nix, was soll sein? Ist alles in Ordnung. Es geht sogar wieder aufwärts, wie ich gerade gehört habe. Entschuldigung, warum soll es denn nicht aufwärts gehen? War Zeit, dass endlich wieder was geschieht hier, ne? Da vorne ist nämlich so ein Dilo mit seiner Schwester eingezogen. Und denen will ich ein bisschen helfen. Was ist ein Dilo? Mein Gott, das Wort hast du schon 100-mal gehört. Naja, vielleicht habe ich es 100-mal gehört, das Wort. Und 100 andere Wörter auch. Die kann ich mir eben nicht alle auf einmal merken. Also irgendwas hast du, stimmt? In dieser Scheißstadt hört man nichts als blöde Fragen und dumm daherreden über Ausländer.
wenn man mit dem Taxi fährt, wenn man einkaufen geht. Aber Schatzl, du bist doch nicht damit gemeint. Du bist doch ein Deutsche. Eben, ich bin Deutsche. Also nicht von hier. Und das lässt man mich überall spüren. Und selber heißen sie Wondratschil, Havratschil, Popritschil, Nemeth und Drozak. Lauter deutsche Namen, was? Wenn man das Telefonbuch aufschlägt, glaubt man, man ist in Prag oder Budapest. Haben die denn alle vergessen, wo die herkommen? Mir reicht das jetzt so langsam. Wenn das so weitergeht, packe ich meine Koffer. Aber ich kann doch nichts dafür, dass die Leute so sein. Na, wer denn sonst? Wenn du um Stimmen geierst, ist dir doch jeder recht, ob Nazi oder nicht. Einmal wird so geredet, wie der das hören will, und ein andermal, wie es ein anderer hören will. Natürlich hast du Schuld, du und deine Partei. Aber bitte wär jetzt nicht ungerecht, ja? Im Moment bin ich dabei, einem Behinderten zu helfen, der heute sie für ein Tramwai. Weil er eine Schwester hat. Wieso hat der eine Schwester? Na, das hast du doch eben gerade gesagt. Wahrscheinlich ist sie blond und Wienerin und versteht dich voll und ganz. Bitte fang jetzt nicht wieder an zum Spinnen, ja? Du bist ja selber hellblond. Warum hast du das denn gefärbt, deine Haare? Ja? Und warum isst denn du so viel? So weißt du, wie ich dich kennengelernt habe, aber ich weiß ganz genau, warum du das machst. Sozusagen als Test, dass ich mich ärgere, ja? Ja? Du willst nämlich prüfen, ob ich dich auch so mag, wie du ausschaust. Eine Unverschämtheit ist das. Keine Unverschämtheit. Du bist nämlich der Meinung, ich muss dich auf jeden Fall mögen, egal wie du ausschaust. Logisch. Ja, dann werde ich aber sagen, eine Frau, die nicht versucht, so zu sein, wie der Mann sie will, ist selber schuld. Wenn er fremd geht, willst du sagen. Was anderes muss ich dir sagen. Ihr Deutschen habt überhaupt keine Zwischentöne. Nur ja oder nein. Und bei euch Österreichern kommen diese Worte gar nicht vor. Naja, wenn wir schon sehen, eventuell vielleicht. Gummiwände überall. Und dann noch so hinten herum. Wer ist es? Das Licht da. Was ist denn? Da ist er wieder. Wer? Unser schwarzer Herr Bezirksrat. Na, das ist vielleicht ein Volltrottel. Und der Sonnenbrille auf und einen Hut und einen aufgestellten Krank. Jetzt glaubt er, man kennt ihn nicht. Sie ist auch da. Na, Prost, Mahlzeit. Siehst du das? Ich bin ja nicht blind. Ja. Das sind da vielleicht Schlitzohren, die Männer. Zu wem geht denn der, glaubst du? Zu Duracek vielleicht. Schauen Sie so neidisch. So haben Sie als Junge bestimmt nicht ausgeschaut. Komm, einer. Na, das ist vielleicht der Hausbankritter. Der gibt Ihnen einmal die Gut, oder? Warum habe ich das nicht gesagt? Das wird dir was geben. Die ganze Donnerstadt wird drüber reden. Na, und auch wurscht. Andere brauchen die Zeitung, dass sie berühmt werden. Wir haben die Kaiser. Mama, was ist denn? Geht schon wieder los? Es geht schon. Warte, ich mache ein Licht. Grüß Gott, Frau Schreutl. Darf ich? Ja, sicher. Wie geht's? Papa Kuni, bitte. Heute dauert's wieder endlos lang. Geschlagene 2 Stunden heute ich schon. Haben alle zu viel zu tun, unsere Ärzte. Wird alles von oben gesteuert. Je weniger Ärzte, desto besser verdienen die. Eine ganz korrupte Bande ist das. Dass die den hippokratischen Eid schwören, ist heutzutage geradezu eine Unverschämtheit. Zugegeben, es gibt Ausnahmen und die haben's dann schwer. Der da drin ist ja so eine Ausnahme. Glauben Sie? Ja, das glaube ich. Wissen Sie, bei wie vielen Gynäkologen ich war? Bei 5. Einer bekannter als der andere. Sie wissen ja, mein Mann kennt durch die Partei uns. Ja, weiß ich. Woher? Was, woher? Naja, woher Sie wissen, dass mein Mann... Politiker hat man doch so seine Beziehungen.
Das weiß doch jeder. Wir nutzen die aber nicht aus, falls Sie das meinen. Ach so. Ich dachte nur, Sie kennen meinen Mann persönlich. Wie kommen Sie denn da drauf? Von früher, dachte ich. Also nur von früher. Naja, der Dr. Pölze war der Einzige, der bei mir darauf gekommen ist, dass es so eine... Jedenfalls muss man für sowas normalerweise zu einem Gynäkologen. Ich jedenfalls denke nicht dran. Er ist ein guter Arzt und ein guter Diagnostiker. Der schaut dann in die Augen und sagt dir, was dir fehlt. Andere brauchen dazu 20 Apparate und 12 Fachärzte. Naja, dann wird er bei mir auch recht haben. Meine Galle ist hin. Aber angeblich kann man auch ohne Galle leben. Sie muss raus, meinen Sie? Mhm. Wissen Sie, ich arbeite in einer Fabrik und da muss ich jeden Moment was Schweres heben. Und nach der Operation werde ich das nicht mehr kennen. Sollen Sie ihnen eben eine leichtere Arbeit geben? Ich sage in der Firma sehr oft, was ich mir denke, und das haben die nicht so gern. Er verträgt die Wahrheit schon. Taten Sie es vertrauen? Ich ja. Für mich wäre das so eine Art Bestätigung. Wissen tue es ja schon lang. Entschuldigung, aber ich verstehe halt nur Bahnhof. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Sie halten mich aber nicht für ganz blöd, Frau Schimmig. Sagen Sie, auf was wollen Sie hinaus? Na, angenommen, Sie hätten mit jemandem ein Verhältnis und derjenige wäre verheiratet. Würden Sie das zugeben? Sagen Sie, haben Sie einen Klopfer oder was? Frau Schimmig, bitte. Galle raus ist heute kein Problem mehr. Sie wissen ja, mein Mann kennt einen ausgezeichneten Chirurgen und da bleibt kaum eine Narbe. Und wenn was bleibt, dann korrigiert er später, wenn man will. Und wenn man sich's leisten kann. Und wenn nicht, dann bleibt der Arme schier, aber der Reiche wird deswegen auch nicht schöner. Und das beruhigt. Ja, kommen Sie jetzt. Klopfer habe ich auch keinen. Schimmig, kommen Sie rein. Na, wie geht's uns? Na, Ihnen sicher besser als mir, stimmt's? Ja, nehmt's Platz. Kommst du bitte vor mir? Ja, noch? Nur vielleicht. Soll ich fliehen? Und? Muss ich operiert werden? Ja. Ja, aber das ist nicht problematisch. Hab ich Krebs? Krebs? Na, nichts, Steinerl. Also Gallensteine, ne? Die dafür aber kiloweise und so groß, dass das ohne einen Eingriff leider nicht gehen wird. Wir sind gut für den Schimmig, ne? Gehen wir ein bisschen was einkaufen? Ein bisschen ist gut. Berge. Schließlich habe ich ja die Kinder noch zu Hause. Sie helfen mir zwar eh, wo es geht, aber es geht halt nicht immer. Außerdem sollen sie ihre Jugend genießen. Sie reden mal was von Jugend. Selber noch knackiger als wie nur. Das ist ja gut. Schön was. Aber wissen Sie, wenn es überall zum Zwicken anfängt? Dann ist es bei einem Menschen in Ihrem Alter seelisch. Ein Mann fehlt Ihnen, Frau Schimmig. Ich hätte mich schon ein paar Mal angebracht, ne? Wer weiß? Nicht besser, Herr Kudenerger, aber von den Männern bin ich geheilt. Aber nur, selbst wenn es Ausnahmen gibt, so wie Sie vielleicht. Gehen wir jetzt ein Eis kaufen. Wiederschauen. Eis? Alle haben Sie sich auch gefroren, es noch einen anderen im Bauch. Dann kriegen sie morgen schwer. Die Buttermilch war 100-mal gesünder. Ja, jeder grabt sich selber sein eigenes Grab. Ja. Komm, geht schon. Ja, Herr Bezirksrat. Keine Titel, bitte. Ah, Herr Bezirksrat, Herr Schaltl. Ja. Fällt Ihnen was auf? Nur, dass ich es im Augenblick sehr eilig habe. Wir begegnen uns immer genau zur selben Zeit, pünktlich auf die Minuten. Zufall. Na. Pünktlichkeit, Genauigkeit, Präzision, sowas ist es. Und auf das stehe ich. Und auf die Ordnung. Der Herr Bezirksrat, Herr Schaltl.
Geht's um den Franzi? Um den Fünfer? Um den Bruder von der Schwester? Den geht's, ja. Warum? Aber der stört da wirklich niemanden. Ihr könnt ihr Verkehrsschild aufstellen. Wo der Herr Meierhofer als Straßenbahn drauf ist, oder wie meinen Sie das? Herr Kudeniak, bitte, wir machen das schon. Schauen Sie, schließlich bin ich am Bezirksamt tätig und immer dazu da, dass alles zum Wohle der Mitmenschen gelöst wird. Sie kennen mich doch. Nee, sag ich nicht. Ich muss dem Herrn Inspektor jetzt ein bisschen besser erklären, weil er leider nicht so human denkt wie ich. Na ja. Herr Inspektor, passen Sie auf. Wie finden Sie das? Irgendwie würde doch so ein Wesen sogar sowas wie eine liebenswerte Note ins Straßenbild bringen, ne? Bitte nicht böse sein, lieber Herr Doktor, aber also mit so liebenswerte Noten kann ich leider nicht viel anfangen. Schauen Sie, Herr Dr. Schäutl, das habe ich gar nicht gewusst. Bitte lassen Sie uns doch einen Augenblick lang die Sache hier ausdiskutieren, ja? Leider, bitte, da gibt's nichts zum Diskutieren, Herr Bezirksrat. Schauen Sie, es gibt die Straßenverkehrsordnung und noch ein paar andere Gesetze. Ich meine, auch wenn ich ein Humanist war, kann Ihnen da leider nicht helfen. Ne? Schließlich war ja dann außerdem nicht bei der Polizei. Richtig, Herr Inspektor. Brav. Nur, Kaisermühlen ist anders. Hier lebt der Mensch noch als Mensch. Oder wie irgendein Klassiker gesagt hat, hier darf ich's sein. Wo? Toleranz für jede Lebensform, oder zumindest für die meisten. Ich sag immer, wir leben in einer kleinen Welt, in der die Große ihre Probe hält. Ja. Aber wir sind trotzdem international. Ja? Ist okay. Ja, schön. Jetzt frage ich Sie, wer hat denn die UNO City? Ja, wer? Kaisermühlen. Ja. Und wer wird die erste 100-Wasser-Kirche der Welt haben? Kaisermühlen. Richtig. Ganz genau, so hören Sie doch auf. Das wissen wir alle schon von Ihrem Bürgermeister, der uns jeden Monat seine Reklamzeitung ins Haus schickt, damit der Mühlberg größer und größer wird. Sie sagen es mir ja nichts über unseren Bürgermeister. So, was ist da in einem Witte-Ding? Moment, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, ja. Außerdem können wir diese kleine Versammlung da gleich auflösen. Ich komme nämlich gerade vom Rathaus und habe es schriftlich. Der Franzi darf fahren. Er muss halt nur strikt seine Linie einhalten und die schreiben wir ihm dann vor. Und weil eine Straßenbahn ja nur auf Schienen fährt, wird das kein Problem sein, oder? Handeln, das ist die Devise, Herr Kollege Schäutl, nicht belabern. Handeln, und das tun wir. Und wenn die Handelskammer 100-mal schwarz ist. Sie finden das witzig? Sie nicht? Nur schrecklich, dass ich noch der Humor vergangen ist. Weil ich Angst habe, dass ich noch die letzten zwei Wählerstimmen von Kaisermühl weggeschnappt habe. Die von Antipil und von seiner Schwester. Ist das nicht in der Frau? Was? Na. Sein. Aber selber nicht. Spionierst du mir nach? Und mit Recht, wie man sieht. Muss ich dich sagen, ja? Komm, ich geh zu später. Was ist denn eigentlich los bei euch? Du musst mir das schon erklären. Ich kenn mich da nicht mehr aus. Zu Hause! Moment! Das ist aber mein Auto, ist dir das klar? London! Bitte? Steig rein, sonnenklar! Ja. Moment. Da. Sie! Fahren Sie dem roten Wagen dann auch, ja? Jawohl! Ja, haben die alle heute einen Gläscher? Hallo, Sie! Warten Sie!
280 Schilling, wenn ich bieten darf. Was? Ja? Na, ich bin der Taxler, der dem Auto nachgefahren ist. Sagen Sie mal, Sie sind doch nicht ganz in Ordnung. Nein, hallo, so nicht. Nicht so, ja? Sie haben gesagt, dass ich dem Auto da nachfahren soll. Das habe ich gemacht. Dass Sie mitfahren, davon war keine Rede. Also 280 Schilling, bitte. Sie haben Glück, dass ich jetzt keine Zeit für Sie habe. Da. Servus, Papa. Servus. Servus, Peppi. Wissen Sie, wie lange ich auf so einen Auftrag schon warte? Das ist mir wurscht. Wiederschauen. Sind Sie drinnen? Die Renate und der Mann, die sind drin. Ein Glück, dass deine Frau nicht meine Mutter ist, das sage ich dir. Wieso? Ja, ich soll rausgehen, hat sie gesagt. Sie kann mich da drin nicht brauchen. Kann man schon vorstellen, was das heißt. Du nicht? Die hat zugesperrt. Dabei ist das mein Geschäft. Aber sie hat es doch finanziert, bevor du in den Konkurs gegangen bist. Ich habe immer geglaubt, dass das deswegen geheiratet hat. Zieh mir den Mantel aus. So, Leonie. Ja, komm, wenn deine liebe Mutter nicht so unverschämt wäre mit den Alimente. Aber als Politiker ist man traumhaft. Ein Pressbohr. Ist hinten offen? Hinten ist immer offen. Ach so? Kommt sie die Hose aus? Wie bitte? Die Hose! Also zuerst möchte ich mal wissen, was hier überhaupt gespielt wird. Renate, was soll denn das? Hinten offen zu ist! Bist du verrückt geworden, oder was? Spinnst du? Also Renate, eine Mahlzeit. Du störst, merkst du das nicht? Na hallo, was soll denn das? Ah, lustig ist das, aha. Da kennst du mich nicht. Was bist du mit mir? Papa, das ist doch der mit dem Bart von der Hochzeit. Exakt, Schwager. Ich bin der Schwager aus Verden bei Bremen. Der Bruder von der Renate. Das ist ja witzig. Nur damit keine gröberen Irrtümer entstehen. Weil anscheinend bin ich ja so eine Art Überraschung für euch. Ich wurde von Renate eingeladen. Sonst hätte ich doch nicht gewagt, hier einfach hereinzuschneiden. Sie vermisst etwas die heimatlichen Klänge, hat sie gesagt. Und außerdem sollte ich hier ein paar Tipps fürs Geschäft mitbringen. Mal sehen, was sich da machen lässt. Also, da bin ich, Schwager. Voll zu eurer Verfügung. Na, entschuldige. Tag, Peppi. Tag. Ah, Schichtwechsel, Mama. Ich muss da hocken und du gehst erst hin. Morgen, Mama. Wie war der Dienst? Anstrengend? Habt ihr einen Schwerverbrecher erwischt? Wir fanden schon einen Schwerverbrecher. Ich meine, das übliche, Besoffene, zwei Verkehrsunfälle, ein Lenker beim Mimifahren. Dann, wie wir angelöst worden sind, ist einer dahergekommen und angezeigt, dass sein Baukran verschwunden ist. Das geht pflanzen nicht. Ja, das stimmt, ein Vollkoffer wahrscheinlich. Wohin und wie so ein Baukran verschwinden soll, weiß ich auch nicht, aber trotzdem sagt er sowas. Ich habe allerdings gestern in der Zeitung gelesen, dass bei den Deutschen so ein Baukran und irgendeine Riesenbaumaschine verschwunden sind. Bei den Deutschen ist ja alles möglich. Da verschwinden auch U-Boote und Panzer und so Sachen. Naja, ist ja wurscht. Ich geh jetzt schlafen und wenn's ganz Wind flattern. Papa, Mama, Papa. Papa. Ich muss mit dir reden. Kommst du mal mit? Ich weiß es eh. Und wir vom Betriebsrat, wir haben wirklich alles versucht. Aber du, die Resi und der Dirk vom Magazin, ihr kriegt leider den Deckel. Es tut mir wirklich leid, Gitti. Die kann jetzt nicht gekündigt werden. Nicht jetzt. Übernächste Woche wäre ich operiert. Wissen wir ja, Madl. Wir sind eh dagegen gewesen. Wie die Löwen haben wir gekämpft. Und wir haben zumindest erreicht, dass du dich in Ruhe operieren lassen kannst. Und wenn du aus dem Spital draußen bist, dann kannst du gemütlich und ohne Stress einen neuen Posten suchen. Wirst erst gekündigt, 4 Wochen nach der Operation. Da wollte ich dir jetzt schon sagen, damit du dich in Ruhe... Schau, Kitty, wenn du dich kränkst, ändert das auch nichts. Ich war nicht aus Kränkung, du Koffer. Aus Wut war ich.
Ich scheiß auf die Bude und ich scheiß auf den Betriebsrat und ich scheiß auf den Geschäftsführer. Nichts sag auf den Geschäftsführer, Gitti. Das wäre ein Grund für die Fristlose. Na und? Das ist eine Scheißbude und ein Scheißbetriebsrat und eine Scheißgeschäftsführung. Das kann ich dir schriftlich geben. Scheißlich, scheißlich ist es. Privatleben hast du überhaupt keins mehr. Hättest halt nicht Bezirksrat werden dürfen. Also, was du manchmal für ein Blödsinn daherredst. Nicht dürfen. Wieso nicht dürfen? Es gibt eben gewisse Aufgaben, denen man sich nicht entziehen kann als Mensch mit Weitblick. Schau, das Leben ist ja eine Art von Sisyphusarbeit. Da ist also ein Riesenwascher von Stein und der rollt runter. Und wenn der runter rollt, wenn er unten ist, dann ist der Ofen aus. Nicht? Und ich bin einer von denen, der diesen Stein haltet. Natürlich nicht allein, aber wenn ich auslasse, dann rollt er ein Stückchen. Nicht? Was ich damit sagen will, ist, dass man die politische Arbeit muss halt irgendwer tun. Und am besten, das ist einer, der nicht gerade zu den Deppen gehört. So was sehr oft der Fall ist. Ne? Kannst du nicht diesen Stein jemanden anderen halten lassen? Du hast doch eh deinen Posten im Stadtgartenamt und deine Position in der Personalvertretung und bist Vizeobmann im Schrebergartenverein. Ich habe mich nirgends aufgedrängt, Wilma. Ja? Aber der Bundeskanzler kann ja nicht alles allein machen. Er braucht mich eben. Und der Bürgermeister auch und die Partei auch. Es muss wenigstens ein, zwei Mitglieder geben, die sich bei uns nicht nur wegen einer Gemeindewohnung und wegen einem Posten einschreiben lassen. Hm? Wir haben doch auch kurz nachdem du eintreten bist, die Scheißwohnung da gekriegt. Bei uns war das Zufall, ja? Das ist ein berühmter Mann in Wien, der hat Zufall. Sei nicht so ironisch, Mama. Die Partei braucht Idealisten, die aufs große Ganze und in die Zukunft schauen. Mit uns ins Jahr 2000. Aber vorher musst du die Schrammeln gehen. Bei der ÖVP-Schaltel geht nämlich auch dorthin. Da hat sie schon einen Tisch bestellt. Das weiß ich von Peppi. Naja, und wenn der dort ist, muss der auch dort sein. In der politischen Ausgewogenheit. Egal, ob man da oben versaut ist oder nicht. Deine Tochter, hörst du sie? Sowas von vorlaut. Und wer gibt das Beispiel? Ich. Ich bin eine erwachsene Frau. Zu sagen, darf man nicht mehr sagen, sie ist vorlaut. Eine Halbstarke bist. Nicht einmal mit der Mittelschule bist du noch fertig. Das klingt irgendwie reaktionär, oder Mama? Das klingt wie vom Scheutl. Willst du watschen? Also, was ist jetzt? Gehen wir oder wollen wir raufen? Wenn man die vielen Leute da sieht, kommt man meinen, die kriegen was geschenkt. Schau das an, schon die Scheutels. Aufputzt wie beim Opernball. Hallo? Auch ein extrem Schrammelfreak? Auch nicht, aber was noch nicht ist, das kann ja noch werden. Den Satz werde ich mal merken. Wie meinst du denn das? Ja, überall wird koaliert. Vielleicht sollten wir zwei auch mal drüber nachdenken. Trauter. Komm, geh mal rein. Nein, komm, bleib da. Hau dein Kaliber, was? Weiter. Was ist los, Schwester? Die Luft ist blau und Peppi und ich ohne Frau. Man ist animiert durch die Wiener Atmosphäre. Man ist hier nicht im Norden und nicht im Süden, hat von beidem etwas. Was ist das? Ein Wahrzeichen von Wien. Eine Hausmeisterin. Ein bisschen kurz, der Rock, was? Haltens die Papen. Ein ordinärer Mensch. Halten Sie den Mund, meint sie. Ich lerne dazu, magst du's? Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Bim, bim, keine Fahrgäste, Abfahrt. Bim, bim. Das ist unsere Straßenbahn, der Fünfer. Dem wollte mein Mann helfen, aber die Konkurrenz war schneller. Wie immer eigentlich. Grüß Gott. Abend. Grüß Gott. Gut schauen wir aus. Kompliment, Frau Bezirksrat. Danke. Danke. Na komm, jetzt gehen wir. Jetzt komm. Ist eilig. Nur weil irgendjemand was. Grüß Gott, Frau Schimek. Grüß Sie. Ganz allein heute? Die Kinder kennen die Neuwirtschrammeln schon. Ich hab den Hut auf Fern, weil davon bin ich schwärm. Ich möchte nichts mehr außer Antis Kolben schreien. Hallo, da bin ich, hallo, da. Jetzt bin ich ohne Wendung da. Ich komm nicht los von mir, jetzt ist es nicht zum Lehren. Ich kann mir nichts noch auf die Arme runterkehren. Jeder hat's nicht sein können. Wer anders geht, wird dies nicht wollen. Schwetter, was ist denn? Ob denen das nix?
Was? Ja, wenn Sie die Wähler da so sitzen sehen. Ich meine, bei dem, was die singen. Ihnen? Also, wenn Sie bleiben, bleibe ich auch. Gehen Sie aber, gehe ich auch. Psst, Renate, gehen wir? Warum denn? Ist doch gut hier. Da gefällt's dir, ja? Ja, wir bleiben. Natürlich. Scheiße. Was? Das Ekelhaar, dass Ihnen das nicht gefällt. Cool. Das ist ein Kaja. Das ist ein Neuwirt, du Dilo. Verstehst? Mein Bruder ist kein Dilo. Ist das klar? Es kann zu viel sein, es ist Liebe. Ja. Die blaue, die kompakte. Keine Ahnung. Das ist doch die Schimmel. Ja, heute Pappen. Werde ich das eben alleine rausfinden. Alter, bitte. Also, das ist aber nicht gut, was dein Bruder da macht. Ist eifersüchtig. Renate, bitte, wollen wir nicht wenigstens heute einmal? Wir wollen heute einmal. Hallo? Ja, dann. Wieso reagieren Sie nicht auf mich? Sie sehen aus, als würde Ihnen was fehlen. Oder haben Sie was gegen Ausländer? Wenn einer aufdringlich und plump ist, dann kann er Eskimo sein, ein Jud, ein Chines. Er bleibt immer aufdringlich und plump. Oder glauben Sie, im Ausland gibt es keine Arschlöcher? Das war deutlich. Was dagegen? Und völlig unwienerisch. Wieso? Weil angeblich die Wiener alles hinten herum machen. Nie offen ins Gesicht. Das stimmt. Aber die Ausnahmen bestätigen die Regel. Und Sie sind leider keine Ausnahme. Sie sind genauso, wie man sich die Büfke vorstellt. Kann ich bitte jetzt wieder die Musik weiterhören? Was die heute die Ohren zu? Na? Doch nicht mein Typ. Abgeblitzt, was? 2, 3, 4. Jetzt macht es sich, dass man und die will man.